dann hier drin sein. Das ist keine Mehrspieler-Quest, also der scheint nicht so stark zu sein. Nein, wir wurden zusammen mit einem ganzen Kontingent an Todesrittern aus dem Schattengewölbe gefangen genommen. Wir sind Ritter der schwarzen Klinge. Lass sie dort angekettet. Ich werde mich zu jemandem Zeit um ihn kümmern. Was die anderen betrifft, kümmert euch darum, dass sie nicht entkommen können. Warum sitzt ihr eigentlich mit dem Rücken zum Eingang? Wie doof ist das denn? Ich esse euer Herz. Nee, das schmeckt wirklich nicht. Ah, verstehe. Die können wir wahrscheinlich gleich noch retten. Vielleicht mal wieder eine Begleitquest. Juhu. Die sind ja so toll. Ich nehme deine Quest gleich an. Du sollst erst Tarn Ufrang, den Mächtigen, erledigen. Auf Befehl Herzog Langkratz, des Anführers der Ritter der Schwarzen Klinge, Bezwinger der Geißel, der Oberer Schattengewölbe, seid ihr nunmehr angewiesen, die Waffen hier zu legen. Kommt diesem Befehl nach. Arg voll. Was ist das? Meine Antwort. Hier hast du meine Antwort, kleiner Bote. War Elend der Geschundene. Uns hält niemand auf. Todesritter, Instrukteur Roega da draußen hat sich den Schlüssel zu meinen Ketten um den Hals gehängt. Vielleicht könnt ihr ihn ja besorgen, indem ihr ihn einfach seinen Kopf von den Schultern trennt. Es gibt noch viel zu tun. Ein Todesritter Drenei? Interessant. Ach da, Instrukteur der Instrukteur Roega. Irgendwo zwischendrin haben wir mal den Instrukteur erledigt. Bevor die hier alle respawnen, mal eben wieder rein. Ja. Habt ihr ihn? Wir werden unsere Rache bekommen. Vielen Dank, Troll. Gebt mir den Schlüssel einfach. Ich helfe mir dann selber weiter. Asche zu Asche. Ihr müsst jetzt unbedingt ins Schattengewölbe zurückkehren und Baron Splitter wissen lassen, dass ich versagt habe. Wisst ihr, diese Rückholteufel haben nicht nur mich gefangen genommen, sondern auch mein ganzes Regiment aus Todesrittern. Ich hätte die Falle erkennen müssen, bevor sie zuschnappte, aber was geschehen ist, ist nun mal geschehen. Geht nun, bevor sie euch auch noch erwischen. Wir sehen uns dann im Gewölbe. Lasst mich in Ruhe. Okay, wir müssen ihn hier nicht rausbegleiten. Eben weiter zur Knochenhexe. Jotunheim. Achso. Morgen haben wir mal eine schöne Aussicht, muss ich sagen. Ne? Also, Valhallas. Gerviv. Jorna der Erbarmungslose. Ich glaube, die werden alle noch eine Rolle spielen. Njorda. Und da hinten in der Höhle ist die Knochenhexe. Kajik, ihr seid gekommen. Ich habe schon von euren Taten auf den wilden Klippen gehört. Das ist gut. Ich bin froh, dass ihr mir anscheinend dabei helfen wollt, die Frückul hier in Jotunheim zu untergraben.
Die Hexe grinst widerstrebend, als würde sie versuchen, sich dem Willen von Lady Nachtwahl zu widersetzen. Wir beide werden mit ihnen eine Menge Spaß haben. Tief im Inneren des Kellergewölbes, im Nordosten, hackt ein verrückter Wissenschaftler, bekannt unter dem Namen Dr. Maböse, etwas aus, das seinen Namen alle Ehre macht. Dr. Maböse? Was ist das denn für ein Name? Ah, der ist sehr furchterregend. Der Doktor bekam die Erlaubnis des Lichtkönigs, Experimente mit Varguls durchzuführen. Den Vrykul, die im Kampf fallen, als unwürdig erachtet werden und dann der Geißel anheimfallen. Wir müssen seine Arbeit an ein Ende machen. Meine Wahrsager konnten ihn jedoch nicht aufspüren. Allerdings hat er einen Assistenten, prügelt aus seinem Lehrling alle Informationen heraus und lasst ihn dann verschwinden. Einer der Vorteile davon, Besitz von dieser Kreatur zu ergreifen, ist, dass ich Zugriff auf all ihre Kräfte habe. Als Knochenhexe und Runenleserin hat sie die Macht, Knochen auszuwerfen und daraus jemandes Schicksal zu lesen. Die Knochenhexe schmunzelt. Gut für euch, dass es in meiner Macht steht, das Resultat zu beeinflussen. Bringt mir die Knochen von Vrykul, die ihr hier in Jotunheim tötet, und ich werde sie so werfen, dass ihr euer Schicksal, bestimmen könnt. Achso, haben wir das schnell erledigt? Haben wir 15 Knochen? Ja. Ich finde es bemerkenswert, dass diese Wesen jemals die Welt beherrschen konnten, wo sie lediglich über solche primitiven Magien verfügten. Nun werden wir sehen, was die Zukunft für euch bereithält. Die Knochenhexe wirft die Knochen auf den Teppich vor sich. Wählt euer Schicksal, Todesritter. Erhöht sämtliche verursachten Schaden um 5%. Die Bewegungsgeschwindigkeit um 15%. Verringert alle erlittenen Schaden um 5%. Stellt jedes Mal, wenn ihr mit einem Zauber einen kritischen Treffer. Stellt jedes Mal, wenn ihr mit einem Nahkampf des Tanzes einen kritischen. Nee, ich mach mal Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das ist cool. Die Anspielung mit den Namen. Wieso? Kenne ich die Person vielleicht nicht, auf die es jetzt anspielt? Achso, wir müssen ins Kellergewölbe. Wo kommen wir denn hier ins Kellergewölbe? Mit Dr. Maböse ist die Anspielung auf Dr. Mabuse. Echt? Ich kenn nur Mozi Mabuse. Das hier scheint aber nicht richtig zu sein, oder? Und die ist damit aber nicht gemeint. Keine Ahnung, aber die kenne ich halt. Also nicht persönlich, aber ne? Vom Namen einfach. Wo kommen wir hier ins Kellergewölbe? Da ist auch scheinbar noch eine Quest drin. Mal schauen. Warte mal, hier war ja ein Eingang. Dr. Mabuse ist eine Romanfigur, ein Genie des Verbrechens. Daher passt die Anspielung auch so gut. Ah, okay. Ja, wahrscheinlich ist es dann auch eine Anspielung darauf. Das Kellergewölbe. Vargul von Valhallas. Ich nehme mal gerade ein paar mehr mit. Warum leide ich denn nicht als elendes Schwein? Ich würde mal behaupten, ich sehe besser aus als du. So. Beethot Feigre. Mal erst die Quest annehmen, bevor ich Dr. Maböse besiege. Betten sind ein bisschen klein für die, ne? Ich habe zu Herren des Schwertes gebetet, auf dass jemand kommen und meinen Gegner vernichten möge. Tan Ilska muss dafür büßen, was er mir angetan hat. Ich war einst
der Champion von Tarn-Ufrang, dem Mächtigen. Während meines Kampfes um die Vormachtstellung in Valhallas hat mich Ilzka mit dunkler Magie sabotiert, woraufhin ich verloren habe und zu dem wurde, was ich jetzt bin. Der Tarn und sein Champion befinden sich unten im Kreis des Leidens. Fordert ihn in meinen Namen heraus. Besiegt ihn. Bringt ihm die Qualen bei, die auch ich ertragen muss. Machen wir. Das ist der Lehrling. Der war auch also noch hier. So, hier. Das Kellergewölbe, Volgur. Tarn Ilzka. Ach, gucke mal. Dass hier alles zusammenhängt. Beethors Schwert. Nun gut, Troll, ich nehme eure Herausforderung an, aber zunächst müsst ihr euch gegen meinen Kämpfer beweisen. Volgur, zerquetscht dieses Insekt. Rita, mach ein Nadelkissen aus diesem Schwächling. Komm und kämpf selber, du Feigling. Ihr habt vielleicht meinen Kämpfer geschlagen, Großritter. Ich hingegen spiele in einer ganz anderen Liga. Betet zu euren Göttern um die Gnade eines schnellen Todes. Tarn Ilzka, ihr wurde zu einem ehrenhaften Kampf herausgefordert und habt versagt. Da mittendrin der Valkyr. Ihr seid für unzulänglich befunden worden und werdet dementsprechend beurteilt. Nun erhebt euch, Tarn Ilzka, der Verdammte. Nein! Also der Lehrling ist da unten noch. Dann geht's nicht weiter. Ganz schön groß dieses Kellergewölbe. Lehrling. Was? Oster Kilgre. Ihr seid nicht der Welle des Doktors gekommen. Finden werdet ihr nur den Tod. Ich hab keine Zeit für dergleichen. Der Doktor hat mir die Pläne für Nährgeld anvertraut, unserem Fleischriesen, der komplett aus Vargul zusammengesetzt ist. Dies wird die mächtigste Kreation seiner Art sein. Eine ganze Armee seinesgleichen wird erschaffen werden, um eure erbärmliche Streitkräfte zu vernichten. Ihr öffnet den Folianten und erblickt verschiedene widerwärtige Illustrationen dessen, was der Doktor die ultimative Waffe nennt. Der Prototyp Nergeld ist offenbar der gewaltige Fleischriese, der am Ende der naheliegenden Hallen des Grauens steht. Würde eine Armee dieser Kreation gebaut, dann wäre das der sichere Untergang. Wir können nur sicherstellen, dass dies nicht geschieht, indem wir Dr. Maböse vernichten. Vielleicht zeigt sich der Doktor, wenn ihr die Kontrolle über dieses Konstrukt übernehmt. Das Ding hier? Achso, ich dachte, der wäre ein bisschen größer. Nährgeld. Schlagen, brüllen, stampfen.
Okay, wir können nicht laufen. Wagt es, ich werde euch das Fleisch von den Knochen reißen, selbst wenn ich Nergal zerstören muss, um euch zu kriegen. Doktor mal böse! Ich werde mich wieder erheben und wenn ich das tue, werde ich meine Rache bekommen. Und Nergal ist auch tot. Nergal zerfällt in seine Einzelteile. Gut, dann haben wir Doktor mal böse auch erledigt. Nee, das schmeckt nicht. So. Wir bekommen Stoff. Beethot Feigre. Danke, Todesritter. Habt Dank. Ihr habt mit dem Genugtuung und Gewissheit verholfen, dass dieser Feigling, der mir das angetan hat, bis in alle Ewigkeit genauso hinsichern wird wie ich. Nun geht hinfort, bevor ich die Beherrschung verliere und euch niederstrecke. Ilskas Großumhang. Ich bin froh, wenn wir hier draußen wieder fliegen können. Alles klar. Auf geht's. Dann können wir hier die Quests abgeben. Zumindest einen Anfang. Interessant. Wie erscheint, konntet ihr den Auftrag zu meiner vollsten Zufriedenheit erledigen. Es überrascht mich, dass der Doktor einen Vargulas-Assistenten hatte, wenn man bedenkt, mit welchen Kreaturen er experimentierte. Mit Varguls nämlich. Ihr habt den Machenschaften des Doktors enttarnt und ihnen ein Ende bereitet. Die von der Banshee besessene Hexe lächelt und legt euch sanft ihre große Hand auf die Schulter. Da haben wir den Lichtkönig aber einen schönen Schlag versetzt. Allerdings denke ich, dass wir das noch besser können. Die Wasserschleuse vor meiner Höhle wimmelt nur so von Elementaren, die von den Vrykul-Zauberern erst noch gezähmt werden müssen. Ich werde euch einen Trick zeigen, wie man für kurze Zeit Besitz von ihnen ergreifen kann, und ihr werdet sie dafür einsetzen, Chaos und Zerstörung in Jotunheim anzurichten. Die Banshee versucht Vrykul. Die Banshee-verseuchte Vrykul entzieht die Luft der Luftmagie und berührt eure Stirn. Gehtend öffnet die Tür zur Schleuse. Ein Wasserschrecken wird hervorkommen und ihr werdet ihn kontrollieren, um unsere Feinde zu zerstören. Dann
mal was in den Knochen. Das war aber jetzt nur... Achso. Gut, wir können das nochmal wieder abschließen, brauchen das aber gerade nicht. Welle, Zauberreflexion, Frost Nova. Ich verfütter euch an die Hunde. Das ist relativ easy gerade. Ich bin außer Reichweite. Ah, dann gehen wir ein bisschen näher ran. Das ist zu weit entfernt. So. Na, aber das war jetzt überraschend einfach. Ildana Todesstähler. Ja, eine Rare, das nehmen wir nochmal mit. Eine sehr große Valkyrie. Ich muss näher ran. Vielleicht was sie hatten. Mich hier angreift. Kette. Naja. Aber immerhin haben wir den Ray erledigt. Noch nie habe ich in den Augen eines Frickult solches Entsetzen gesehen und sie halten sich für die Herren der Welt. Wir beide werden beweisen, dass sie falsch liegen. Sehr falsch. Dann können wir trotzdem nicht besser sein. Wir müssen die Werkzeuge des Lichtkönigs gegen ihn richten, wenn wir unseren nächsten Schritt in die Wege leiten wollen. Hinter den Bergen im Südwesten liegt die Feste Kul'Gala. In ihr halten sich die Orakel von Jotunheim auf, die Befehle von ihrem Meister empfangen und andere durch das Auge des Lichtkönigs ausspionieren. Es ist jenes Auge, zu dem ihr euch durchkämpfen müsst, obwohl man es nicht dazu verwenden kann, den Schleier um die Eiskorn-Zitadelle zu durchdringen, solltet ihr dennoch Wertvolles mit seiner Hilfe herausfinden können, sodass wir wissen werden, wie wir am besten weiter vorgehen. Dann lass uns mal ganz kurz, bevor wir dahin gehen, eben die beiden Quests dort abgeben. Ich weiß nicht, was wir da gegebenenfalls noch bekommen. Anfolgequest. Vielleicht können wir das damit kombinieren. Oder wir müssen noch weitere Sachen in Jotunheim erledigen. Fasst euch kurz. Was? Wir können auf keinen einzigen Todesritter verzichten und erst recht nicht auf ein ganzes Regiment. Endlich. Es gibt viel zu tun. Ich habe soeben diesen inkompetenten Narren Weil, den Geschundenen, gesehen, wie er in das Schattengewölbe geschlichen ist. Geht und stellt sicher, dass er seine Fehler wieder gut macht und mir meine Todesritter zurückbringt. Genug geredet. Gut, das ist jetzt... Endlich. Ja, eine Daily. Genug geredet. Und von Igel haben wir noch was? Der Livre Kuhl in Jotunheim müssen platt gemacht werden. Und zwar richtig platt, Tajik. Ich sage, wir kriegen noch was in Jotunheim. Ich denke, ich weiß, warum ihr hier seid, Tajik. Leidet wohl.
Jetzt, da ich zurück bin, wird der Baron sicher wollen, dass ich meine Männer zurückhole. Wie ich sehe, können wir uns hier kaum halten. Die Streitkräfte des Lichtkönigs sind im Begriff durchzubrechen. Und ohne meine gefangenen Todesritter werden wir nicht durchhalten. Könnt ihr mir ein weiteres Mal beistehen, Tajik? Geht zurück nach Jotunheim und befreit sie aus diesen Käfigen. Macht diese verdammten Schlösser auf. Wie spielt für mich keine Rolle. Die Rückhole sind höchstwahrscheinlich im Besitz der Schlüssel. Befreit einfach nur meine Männer. Wir sind hier fertig. Schön, dass wir einfach alles erledigen für die. Was gibt's? Herzog Langral nickt zustimmend, als sie ihm von eurem Erfolg berichtet. Wir haben es mit einem Gegner zu tun, der uns nicht nur körperlich, sondern auch zahlenmäßig zusetzt. Wenn wir den Kampf um Eiskrone gewinnen wollen, dann müssen wir ihn überlisten. Ofranks Tod verschafft uns in Jotunheim einen Vorteil. Sehen wir einmal, ob wir ihn nutzen können. Lasst mich in Ruhe. Lasst uns doch mal sehen, ob wir noch weiter die Entschlossenheit der Vrykul schwächen können, Tajik. Ich möchte, dass ihr jeden Tag nach Jotunheim geht und ihre Banner verbrennt. Das mag sich nach einer unbedeutenden Sache anhören, aber wenn sie ihre Heimatstadt jeden Tag demoliert sehen, wird dieses ihre Moral weit mehr schwächen, als es jede physische Gewaltmaßnahme je könnte. Zumindest aber kann es nicht schaden. Wir werden unsere Rache bekommen. Yes. Keine Daily Quest? Schwärze Brustplatte des Gewölbes? Geht's also noch mal etwas weiter in Jotunheim. Lippe, da sind wir soweit fertig gewesen. Bist du dir wirklich sicher, dass ich die Made bin? Ach, guck mal, das ist ein Käfig. Einer von acht. Okay, wir haben hier relativ viele, die wir rausholen müssen. Hm. Ich erstmal gucken, wo ist denn hier der nächste Banner? Da ist ein Banner. Next one. Die Schlüssel droppen wir ja nebenbei. Oh, zwei haben wir diesmal sogar bekommen. Das ist sehr gut. Dann mach das hier weg. Dann holen wir ihmchen hier raus. Dauert ganz schön lange, so ein Ding aufzuschließen. Jorna, der Erbarmungslose. Mit dem kann ich reden. Ich höre zu. Fürs Erste. Ich verbrenne mal neben dir das Banner. Es zerstört ihn ja nicht. Weiteren Schlüssel. Oh, wo haben wir denn das nächste Banner stehen? Oh, warte mal, das ist der nächste Käfig. Einen Schlüssel habe ich ja schließlich noch. Wir kriegen direkt wieder einen. Es ist immer, ich habe immer einen auf Reserve. Jedes Mal, wenn ich einen Käfig gefunden habe, wo ich meinen letzten Schlüssel verwenden kann, kriege ich direkt den nächsten. 25 Jahre war ja Mario freigeschaltet. Insgesamt schon mal gut weitergekommen. Reicht für heute. Yay! Ich bin. Und der nächste Schlüssel. Ah!
bekommen. Okay. Weitere Banner. Irgendwie stehen hier oben irgendwo Banner, ne? Banner nur da hinten? Banner sollen auch hier sein. Ah. Kann doch nicht sein. Stimmt, die mir alle folgen. Verbrannt, aber ich sehe hier nirgendwo Banner. Dies ist irgendwie merkwürdig. Da ist ein Banner. Weiteren Schlüssel haben wir wieder bekommen. Oh, war hier direkt einer? Ja, guck mal, da ist ja einer. Hätte der jetzt nicht gerufen, hätte ich ihn nicht gefunden. Wieder zwei Schlüssel. Im Endeffekt habe ich alle Schlüssel, die ich brauche. Also, da ist noch ein Banner. Das ist euer Gefangene werden ein Schicksal sein. Und 10. Die Aufgabe haben wir abgeschlossen. Ah, hier ist noch wieder Banner. Neun und 10. Guck mal, dann haben wir alle. Sehr gut. Dann sind wir fertig. Sehr cool. Ich hätte jetzt theoretisch noch, wenn ich einen Käfig gesehen hätte, einen noch rausgelassen, weil ich habe noch einen Schlüssel. Aber dann brauchen wir es natürlich nicht. Ich habe Iva in Münzjack freigespielt. Jetzt kann mir keiner mehr was. Ja, weil so gut ist die, finde ich auch nicht. Die ist ganz okay, aber ist auch nicht herausragend. Warte mal, wo. Hä? Ekel? Wer kämpft hier gerade? Will er vielleicht aufhören, hier zu kämpfen? Wir geben erstmal da hinten die Quests ab. Was geht's? Mein Dank ist euch gewiss, Todesritter. Mit den von euch befreiten Todesrittern werden wir die Stellung halten können. Vorerst. Ein Uns hält niemand auf. Der Herzog schaut euch einen Moment lang an, dann nickt er.
Ihr richtet ein verheerendes mentales Trauma unter den Vrykul von Jotunheimen an. Es ist der Ort, an dem sie das erste Mal wiedererweckt wurden. Ein Ort von herausragender Bedeutung für sie, übertroffen nur von Ymirheim. Ihr müsst den Druck dort aufrechterhalten, während ich die Streitkräfte des Lichtkönigs vom Schattengewölbe abhalte. Asche zu Asche. Und Staub zu Staub. So, ich möchte aber die Quest gerne noch bei Ekel wieder abgeben. Mal zu helfen, vielleicht ist er jetzt wieder gespawnt. Ja. Ach, da ist er. Jetzt geht er wieder weg, das ist gut. Ah, jetzt können wir auch die Quest abgeben. Da. Der Sieg ist mein bester kleiner Troll. Gegen einen Streitkolben. Okay, das ist eine Daily Quest. Die lassen wir mal. Also hier gibt es sehr viele Daily Quests. Normalerweise würde ich sagen, wenn es jetzt eine ist, dann kann man die wohl mal mitmachen. Einmal, um sie gezeigt zu haben. Aber so viele, wie es hier gibt, muss ich ganz ehrlich sagen, sorry. Eher weniger. Ja. Einige würden sagen, dass unsere allerwichtigste Aufgabe nicht den Lichtkönig betrifft, sondern die völlige Zerstörung des scharlachroten Ansturms. Eine Torheit, wie ich meine. Doch wer bin ich, um darüber urteilen zu können? Die Todesanhöhe befindet sich weit im Südwesten an den Klippen, die über das Meer hinausblicken. Dort befindet sich Lord Kommandant Arete und führt höchstpersönlich Aufsicht über die Zerstörung des scharlachroten Ansturms. Seht zu, dass ihr euch so schnell wie möglich bei ihm meldet. Er hat nach euch und nur nach euch gefragt. Es gibt viel zu tun. Wir sind halt, wir können es halt, ne? Warte mal, huch. Noch mal eben kurz reinfliegen, gucken, ob da noch eine Quest ist, jetzt wo wir bei Ekel abgegeben haben. Ne, okay, er hat hier keine neue Quest. Dann sind wir im Schattengewölbe quasi erstmal fertig. So. Sind wir eigentlich mittlerweile mit der schwarzen Klinge? Was ist denn? Ritter der schwarzen Klinge. Wohlwollend. Oh, guck mal. Wohlwollend. Kommt danach schon ehrfürchtig? Auch das wurde natürlich deutlich runtergesetzt. Die man jetzt noch mittlerweile braucht, um diesen Stand zu erreichen. Ach, nach Wohlwollen kommt respektvoll. Ah, okay, da war das dazwischen. Okay. Erstmal ein Flugpunkt, das ist ganz gut. Nice. Lord Kommandant Arete. Kommt auf den Punkt. Wurde verdammt nochmal Zeit. Zweifellos hat Baron Splitter sich Zeit gelassen, euch zu mir zu schicken. Ich sollte den leeren Platz zwischen seinen Schultern entfernen lassen. Geleitet euch wohl. Wir haben viel zu tun, aber ich finde zuerst steht eine kleine Gedächtnisauffrischung an. Wir Todesritter haben eine anschauliche Vergangenheit mit unseren Freunden, den Scharlachroten, hinter uns.
Und die sind dumm genug, sich im Nordwesten, im Nordwesten gelegenen Hafen unter uns auszuruhen. Wenn ihr bereit für ein paar Worte seid, dann werdet euch noch einmal an mich und ich werde euch erleuchten. Wir sind hier fertig. Lord Kommandant, ich möchte eure Geschichte hören. Nun gut. Doch ich an eurer Stelle würde aufmerksam zuhören und nicht einfach blind nicken zu dem, was man mir erzählt. Es beginnt wie jede gute Geschichte. Es tut mit Verrat. Oh, nicht wir wurden verraten, nicht im geringsten. Der Lichtkönig hat uns Todesritter über alle anderen erhoben. Vielmehr waren wir es, die ihn verrieten, mit der Hilfe des Hochlords Darion Mograine. In der letzten Schlacht bei der Kapelle des hoffnungsvollen Lichts in den Testländern, als die Dummköpfe nur noch Augenblicke entfernt davon waren, vernichtet zu werden, half Tyrion Fordring Mograine dabei, den Bann, den der Lichtkönig über ihn und den Rest von uns Anwesenden hatte, zu brechen. Ihr nickt leicht, aber beendet die Bewegung nicht, da sich die Augen des Lordkommandanten verengen, bevor er fortfährt. Da der Lichtkönig aus Furcht vor Fordring und den Aschebringer geflohen ist, konnten wir die schwarze Festung recht leicht den Klauen der verbliebenen Geißelstreitmächten entreißen. Die Streitigkeiten zwischen uns und dem Schabachroten Kreuzzug hat dieser Umstand jedoch nicht beigelegt. Die Verlassenen haben es auf die harte Tour gelernt, dass die Schabachroten anscheinend keinen Unterschied zwischen uns und der Geißel sehen. Wir haben unseren eigenen Willen, unsere eigenen Beweggründe, wir haben fast all die Qualitäten der Lebenden, trotzdem sind wir für sie nichts weiter als die hirnlosen Sklaven des Lichtkönigs. Wenn sie glauben, wir werden einfach vor uns hinsiechen und sterben, täuschen sie sich. Ich dachte, sie würden sich selbst den scharlachroten Ansturm nennen. Der Lordkommandant bedenkt euch mit einem starren Blick, bevor er fortfährt. Darauf wollte ich gleich kommen. In der Tat, nachdem Hochgeneralin Abendis mit ihren Streitkräften in Nordend gelandet war, änderte sie den Namen in den scharlachroten Ansturm. Es dauerte nicht lang, bis Admiral Barean Westwind sich in ihr in Neuherdweiler und der Drachenöde präsentierte. Allen Berichten zufolge hat sie ihn nicht erwartet. Und sie hat sich auch nicht erwartet, dass er ihre Autorität untergraben und ihr die Führung entreißen würde. Wahrscheinlich wart ihr daran beteiligt, ihren Untergang herbeizuführen, doch es spielt keine Rolle. Nachdem sie tot war, verschwand der Admiral auf mysteriöse Art und Weise und wir verloren seine Spur. Ihr erinnert euch ja noch an die Geschichte in Neuherdweiler. Wo ist der Großadmiral hingegangen? Wie ich schon sagte, wir haben seine Spur verloren, aber ich bin mir sicher, dass es euch gelingen wird, in dieser Sache Licht ins Dunkel zu bringen. Ich denke, dass er irgendwo da unten ist, aber meine Spione waren nicht in der Lage, ihn irgendwo auf der Insel auszumachen. Die Verlassenen in Galgrim haben ganze Arbeit daran geleistet, Neuherdweiler zu sabotieren, aber die Streitkräfte des Ansturms, die sich dort unten befinden, sind die kampferprobten Überreste des Ortes. Unterwegs ist es ihnen leider gelungen, sich bessere Ausrüstung zuzulegen, um von irgendwelchen Narren greifen zu bekommen. Was ich zu sagen versuche ist, dass dies sicher kein Picknick wird, Tajik. Nicht einmal für euch. Und das geht in Ordnung. Wann soll ich anfangen? In einer Sekunde. Lasst mich nur noch einmal klarstellen. Wir sind nicht hier, um sie wie weich zu klopfen. Wir sind nicht hier, um eine Kerbe zu schlagen. Wir sind hier, um der Krankheit, die sich selbst scharlachroter Ansturm nennt, ein Ende zu bereiten. Solltet ihr dabei nicht mitmachen wollen, solltet ihr nicht den Mumm haben, dann geht jetzt. Ich will jemanden, der jeden Tag hier ist, bis die Arbeit getan ist. Seid ihr dieser Mann, Tajik? Lasst es uns beenden. Ein steifes Grinsen erscheint auf dem Gesicht des Lordkommandanten, während er euch kritisch von oben bis unten mustert. Das wollte ich hören. Das ist eine ganz schöne Geschichte, Lordkommandant. Lasst mich in Ruhe. In seiner Torheit hat sich der Agent vom Kreuzzug entschieden, angesichts der Anwesenheit des scharlachroten Ansturms ein Auge zuzudrücken. Wir hingegen werden das nicht tun.
Es ist uns gleich, ob sie im Kampf gegen den Lichtkönig hilfreich wären. Wir halten sie nicht für würdig genug, um zu existieren. Wir werden ihnen ein Ende bereiten, ein für alle Mal. Wir werden unsere Rache bekommen. Die Truppen im Hafen des Ansturms haben erhebliche Verstärkung durch Greifenreiter erhalten. Ihr braucht ein Reittier, mit dem ihr sie aus der Luft holen könnt. Doch zunächst benötigen wir die Komponenten für das Ritual, dass dies erst einmal ermöglicht wird. Eine beträchtliche Menge Blut ist für die Durchführung des Rituals vonnöten. Der Lordkommandant deutet nach Nordwesten hinab. Unten im Hafen gibt es bereits verfügbare Vorräte. Haie, kehrt nicht zurück, ehe ihr nicht diese Blase mit ihrem Blut gefüllt habt. Es gibt noch viel zu tun. Okay, auch hier haben wir wieder einen Haufen Dailies. Blut von ausgehungerten Haien. Da unten ist der scharlachrote Ansturm. Dann schauen wir doch mal. Ich habe kein Ziel. Ein Blut gesammelt. Ich muss hin. Mal wieder hier ein bisschen rumdümpeln. So. Ja, wir kriegen leider immer nur ein Blut. Nicht ganz so viel. Aber na gut. Also immer kurz unter der Wasseroberfläche. Das ist eigentlich noch ganz praktisch. Dann können wir theoretisch einfach hier herumfliegen. So, 7 von 10. Zehn. Dann schauen wir doch mal, was da noch so kommt. Ja. Gut gemacht. Nehmt euch den Moment Zeit, das Salzwasser auf eurer Haut zu trocknen, ehe wir fortfahren. Morgen ist auch noch ein Tag. Was könnte passender sein, als einen ihrer eigenen Greifen gegen sie einzusetzen? Geht zum Hafen des Ansturms und nehmt die Zügel eines ihrer Greifen aus den toten Klauen eines Reiters.
Kerstin, greifen zu Uso Todesrufer zurück. Er wird für seine Verwendung sorgen und euch weitere Instruktionen geben. Asche zu Asche. Eingreifen, Clown. Okay. Kriegen wir hin. Das ist interessant. Wie können wir den eigentlich besiegen, ohne den Greifen dabei weh zu tun? Irgendwie langsamer als mein Drache? Ein bisschen so vor. So. Uns hält keiner auf. Oh ja, das wird gut. Dreht zurück. Ich werde den Zorn des Blutrituals herbeirufen. Asche zu Asche. Okay. Das Blutritual. Ah, okay. Da waren wir ganz wichtig allein. Jetzt lassen wir nicht mehr reden, was du in den Anstand bekämpfst. Okay, jetzt haben wir hier aber nur noch Daily Quests. Das heißt, wir sind hier theoretisch gesehen eigentlich fertig. Weil die Daily Quests, die werden nicht dazu beitragen, dass wir die Geschichtsfortschritte hier abschließen. Merkwürdig. Okay. Das ist ja alles, wo ich dazu zu gehören. Was haben wir denn hier überhaupt für ein komisches Schloss? Beste Ballagarde. Gut, dann wollen wir weitere Informationen für die Knochenhexe erhalten. Ach stimmt, wir sollten das Auge erledigen. Hat er keine Lust mehr zu kämpfen? Offensichtlich nicht. Uralte Magie wirbelt und dreht sich in den Tiefen des Auges. Ein Schwindelgefühl überkommt euch und ihr fürchtet, auf einmal in seine Iris zu stürzen und auf ewig zu fallen. Nehmt das Auge des Lichtkönigs und fokussiert euren Willen darauf, um wichtige Informationen herauszufinden. Nachdem ihr viele eher unbedeutende Dinge in Eiskunde beobachtet habt, stolpert ihr plötzlich über etwas Interessantes. Madra? My Lady, berichtet. Nachrichten aus Jotunheim. Die dortigen Schlafwächter glauben, jemanden gefunden zu haben, der wichtig sein könnte. Beschreibt diesen Vrykul. Wie sieht er aus? Aussehen, My Lady? Wie ein Vrykul, nehme ich an. Sie haben ihn mir nicht wirklich gezeigt, seit der Sache mit dem Schattengewölbe. Ausreden interessieren mich nicht. Vielleicht habt sie euch einen Namen gegeben. Ein Name? Oh ja, der Name. Ich glaube, es war Iskalda. Iskalda? Ihr Narr! Wisst ihr denn nicht, wer das ist? Er ist ja nur der größte Vrykul-Krieger, der je gelebt hat.
kehrt nach Jotunheim zurück und sagt ihnen, sie sollen ihn weiter schlafen lassen, bis ich komme. Ich werde mir diesen Frühkohl mit eigenen Augen ansehen. Auf der Stelle, my lady. Okay. Damit kann man arbeiten, würde ich sagen. Skalda. Name sagt mir jetzt gerade erstmal nicht so viel. Aha. Da haben die zu lange gebraucht. So. Das ist der Höhleneingang. Perfekt. Es ist wahr, dass Iskalda angeblich der größte Vrykul-Krieger sein soll, der je existiert hat. Und Vardmadra selbst wird herkommen, um ihn zu bewerten. Wir müssen sofort handeln, wenn wir vor ihnen zu dem alten Helden gelangen wollen. Ashtashik. Geht in den Südwesten zu den Hallen der Vorfahren. Dort werdet ihr auf den schlummernden Mjordrin stoßen. Weckt sie, bis ihr Iskalda gefunden habt. Dann setzt dieses Amulett bei ihm ein und bringt ihn zu mir. Geht jetzt, die Zeit ist knapp. Ja, ich nehme mal eben kurz was mit. Rückholknochen. So, hier, zack. Alles klar. Schlafen die? Hier drin, okay. Nummern da, Mjordin. Wir wollen aus seiner Schnummer erwecken, um zu sehen, ob er wirklich im mystischen Helden Iskander handelt. Oh, tu das. Das ist das Amulett der Knochenhexe. Unterdrückter Iskalda. Wie der aussieht. Okay, der kommt auch mit, wenn ich fliege. Sehr gut. Die sagen nichts, dass er hier rumläuft. Kein Problem. Es ist ein schönes Exemplar und wird uns gute Dienste erweisen. Nun müssen wir dafür sorgen, dass wir Vardmadra mit ihm in die Falle locken. Auf dem höchsten Gipfel im Südwesten über Jotunheim liegt die Kriegsnarbenwarte. Dieser Ort ist dem Vrykul heilig und hier tragen sie neben Valhallas gern ihre ehrenhaften Kämpfe aus. Wir werden einen nicht so ehrenhaften Kampf dort besuchen. Ruft eure Gefährten zusammen und fliegt zum Turm. Entzündet das Signalfeuer, wenn ihr bereit seid, und ich werde in Iskaldas Gestalt erscheinen. Wir werden kämpfen, ihr werdet siegen. Und Vardmadra wird gewiss anwesend sein, um sich den Kampf anzusehen. Okay, wir müssen also nicht Vardmadra besiegen, sondern wir müssen Iskalda besiegen. Naja gut, das sollte machbar sein. Dort oben. Narbenwarte. Das sollte aber diesmal kein Problem sein. Ich schmeiß trotzdem mal alles rein. So.
Nein, wie ist das möglich? Ich verstehe nicht, wie das möglich war, aber ihr müsst noch immer als Iskalda betrachtet werden. Aber was passiert hier? Was hier passiert? Ich übernehme jetzt die Kontrolle über euch. Das ist es, was passiert. Aha, es ist vollbracht. Kehrt in meine Höhle zurück. Wir müssen viel darüber reden müssen. Hier ist die Kontrolle über euch. Das ist was passiert. Ich werde jetzt endlich meine letzte Rache vornehmen. Halt mir vom Leib, Kreatur. Fass mich nicht an. Gut, und dann haben wir sie übernommen. Ist die Frage, ist sie wirklich auf unserer Seite? Ich habe Wat Madra vorerst in Sicherheit gebracht und an diesem Ort wird sie bleiben, bis wir unsere endgültige Rache nehmen. Die Zeit ist gekommen, Tajik. Ihr müsst mit euren Freunden den Fürsten der Festung Balagard, den Meister von Jotunheim, Ubatan Balagarde, herausfordern. Am höchsten Punkt der Festung, die sich am Südwestrand von Jotunheim befindet, werdet ihr auf ein Horn stoßen. Blast hinein und lasst all jene, die unerschütterlich genug sind, eure Herausforderungen hören. Balagarde wird keine andere Wahl haben, als sich euch zu stellen. Und ich, Verzeihung, Wat Madra wird dort sein, um das Urteil zu fällen. Die von einer Banshee besessene Vrykul stößt ein bellendes Lachen aus. Okay. Wird wahrscheinlich dann die letzte Quest dieser Reihe sein. Kriegsnamenwartenbänder. Ja, wunderschön. Name. Kriegsnamenwartenbänder. Okay. Genau sollen wir das tun? Hier auf der Seite. Dann sind da alle sehr wild. Oh, ein bisschen. Ah, hier. Ich bin offen. Nee, doch nicht. Ich erinnere an Karin, rutscht mir den Karibuckel runter, die Schlechterin. Ja, okay, der war wirklich schon ein bisschen besonders. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da oben drauf? Ah, okay. Das macht auch Sinn. So, mal schauen, ob wir ihn besiegen können. Er ist auf dem Weg. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Das habt ihr euch nicht verdient! Falsch, Balagard! Ihr werdet diese Herausforderung annehmen! Madra hat euch der Lichtkönig persönlich geschickt! Gut, ich werde diese Kreaturen entfernen. Nur ein kleines Übel. Macht euch zum Sterben bereit! Ich muss näher ran. Okay, we try our best. Ich glaube, der ist ein bisschen stärker. Wart Madra. Ich bin außer. Ich hatte mich schon gefragt,
nachdem ihr verschwunden seid. Wie geht es Iskalder? Mein Herr! Ich sehe durch eure Verkleidung, Lady Nachtwald. Glaubt ihr, ihr könntet mich täuschen? Ihr dürft euren Kampf fortsetzen, Obertal. Aber, mein Herr! Nichts aber! Macht ihnen ein Ende! Enttäuscht mich nicht, Balagard! Ich bin fast tot. Stirb! Ich muss näher ran. Okay. Der ist dann doch eine Nummer zu hart. Den werde ich dann also auch nur erledigen können, wenn ich außerhalb der Timeline bin. Ich könnte es natürlich jetzt noch weiter probieren, aber ich glaube nicht, dass ich den alleine kriegen kann. Es ist eine 5-Spieler-Quest immerhin. Aber es verwundert mich nicht. So. Haben wir das? Okay, dann lass Folgendes mal machen. Wir porten uns einmal zurück. Dann werde ich einfach schon mal aus der Timeline herausgehen. Dann machen wir diese Aufgaben jetzt einfach als nächstes. Bin ich unbedingt sehr freund davon, dass wir jetzt erst sagen, okay, wir machen jetzt alle anderen Aufgaben so weit, wie wir kommen. Und ja, dann lass jetzt die Sachen machen, die wir gerade nicht absolvieren können. Also quasi auf der Mauer und jetzt auch den Balagard, wie er hieß. Ich habe den Namen jetzt nicht gemerkt. Ja, Balagard steht ja da. Dann das. Einmal zurück in die Gegenwart. Und wieder nach Dalaran. So. Dann haben wir das aber, liebe Freunde. Ich werde für heute Siesta machen. Wir werden uns dem Kampf also beim nächsten Mal widmen. Was ich noch machen werde, ist, ich fliege mal eben dahin. Ich bin geehrt. Ja, ganz nice, ne? So, Todesanhöhe. Seid vorsichtig. Das können wir auf jeden Fall schon machen. Dann loggen wir uns da einfach gleich aus. Und ich sag dann schon mal auf YouTube. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, dann schauen wir mal, dass wir die anderen soweit erledigen können, diese besagten Elite-Monster. Und dann geht's auch wieder zurück in die Timeline. Wir machen weiter mit den Quests und das wird schon. Wir kommen dem Ende immer näher. Bis dann, macht es gut und ciao, ciao.